Wüste. Trete den Schuppen, die Luft ist vernebelt. Rutsch an die Bar, bestell einen Body und push in den Pegel. Man bin ich zu, fuck, Alter, mein Schädel pocht. Sechste Mische, zehnter Shot, ey, what the fuck, ich lebe noch? Doch was ist das, ich seh zwei Perlen an der Bar. Zwei sich unterhaltene, kichernde, gärtenschlanke Damen. Die eine guckt mich an, ich erwider ihren Blick und lächle nett. Sie zwinkert nur und sendet mir unterschwellige Messages. Der Blick sagt unmissverständlich, begleite mich zu mir heim, schieb mit mir ne Nummer und bang mich. Ich komm rüber, sag ihr Hallo und dass ich Luca heiß. Sie so, ich komm nicht auf deine Augen klein, super nice. Ich so, danke, sie so, lass uns draußen weiter quatschen. Sie tastet nach meiner Hand, während wir ins Freie schlafen. Wir stehen eng zusammen und ich säusel ihr ins Ohr. Klingt vielleicht blöd, aber stellst du deine Freundin mir mal vor. Du bist nett, doch deine Freundin ist nett. Du könntest sie mir bei Gelegenheit mal vorstellen. Du bist hübsch, doch deine Freundin ist hübscher. Du könntest sie mir bei Gelegenheit ja vorstellen. Du bist süß, doch deine Freundin ist süßer. Du könntest sie mir bei Gelegenheit ja vorstellen. Du bist nicht schlecht, doch deine Freundin ein bisschen weniger. Vielleicht könntest du sie mir bei Gelegenheit ja vorstellen. Nee? Okay, war nur eine Frage. Dass aus uns nichts wird, finde ich ja auch mega super schade. Weil du bist auch attraktiv, so von Aussehen und Kleidungswahl. Nur zu deinem Pech bist du mit der falschen Begleitung da. Du musst nicht sauer sein, beim nächsten Mal bekommst du sicher auch wen ab. Wenn du dafür sorgst, dass sie zu Hause bleibt. Bestimmt findest du wen, der dich nimmt, wie du bist. Ich geh dann jetzt mal zurück zu ihr mit einem Drink im Gesicht, ja? Wieder drin, ich geh rüber zu der anderen Braut. Betrinke mich mit ihr, fordere sie zum Tanzen auf. Nach ein paar Shots kommt bei ihr die innere Schlappe raus. Sie flüstert mir zu, komm mit mir heim, wir nüchtern zusammen aus. Ich werd neben ihr wach, noch benebelt vom Suff. Dreh mich zu ihr um und mir wird mein Fehler bewusst. Ich weck sie auf, sag, die Nacht mit dir war abgefahren. Aber darf ich dich, bevor ich abhau, noch ne Sache fragen? Du bist nett, doch deine Freundin ist nett. Du könntest sie mir bei Gelegenheit mal vorstellen. Du bist hübsch, doch deine Freundin ist hübscher. Du könntest sie mir bei Gelegenheit ja vorstellen. Du bist süß, doch deine Freundin ist süßer. Du könntest sie mir bei Gelegenheit ja vorstellen. Du bist nicht schlecht, doch deine Freundin ein bisschen weniger. Vielleicht könntest du sie mir bei Gelegenheit ja vorstellen.